Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast GMP-Podcast Datenintegrität. Heute wollen wir über das Alcoa-Prinzip reden. Alcoa ist eine Abkürzung, ja, für was? Das werden wir heute erkunden. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen in unserem PTS-Studio in Arnsberg Thomas Menne. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Thomas Menne, ich bin Biologe. Ich habe in verschiedenen Unternehmen in der großen, kleinen oder mittleren pharmazeutischen oder Biotech-Industrie gearbeitet, bin zurzeit bei der Firma Charles River an den Standorten Erkrath und Köln zuständig für Computersystemvalidierung und freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, schönen Dank, Thomas, dass du hingekommen bist. Ja, ich stelle mich auch kurz vor, mein Name ist Reinhard Schnettler, ich bin von Beruf Apotheker, habe die Firma PTS gegründet 1991 und seitdem sind wir unterwegs im Bereich GMP und im regulierten Bereich der Pharmaindustrie. Ja, regulierter Bereich ist ja das große Stichwort. Wir wollen heute sprechen, hatte ich schon gesagt, über das Alcoa-Prinzip. Das ist, ich sag mal, die Übersetzung mit Schlagworten des Themas Datenintegrität. Und das wollen wir heute erkunden. Und wir werden diese Buchstabenfolge, also diese fünf Buchstaben, so nach und nach aufrufen und dann darüber sprechen. So, jetzt fangen wir also an mit A, wie im Alphabet fängt es ja auch an, Alpha. Und Thomas, was würde jetzt A bedeuten? A würde bedeuten attributable oder auf Deutsch zuweisbar. Das heißt, es geht hier im Wesentlichen darum, dass ich auch nachvollziehen kann, wer hat überhaupt was und womit gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Prozess darstelle, da ich auch sagen kann, das hat der Operator X gemacht, er hat die Zutaten Y genommen, hat es zu dieser Zeit gemacht, hat es auch entsprechend der Vorschrift gemacht und natürlich auch eben die Daten auch entsprechend abgelegt. Mhm. Was du geschildert hast, ist ja nicht nur Daten, ich sag mal, auf computergestützten Systemen, sondern alle Voraussichten nach auch das, was man früher auch gemacht hat, so, ja? Natürlich. Also Alcoa ist Datenintegrität, was nicht nur einen Computer betrifft, sondern eben auch Papier oder eben auch andere Medien, auf die ich festhalten kann. Meinetwegen auch ein Printout von einem Thermodrucker. Sehr kritisch halten, weil ich dann natürlich auch eine Information habe, die nicht ewig halten kann. Ich muss sie halt irgendwo transformieren, sei es durch eine Kopie, die natürlich auch entsprechend lange halten muss, oder eben durch ein Scan oder ein Foto. Mhm. Wunderbar. Also wir halten schon mal fest, das, was wir hier besprechen, ist nicht nur auf computergestützte Systeme anzuwenden oder sowieso darauf, sondern auf alle Systeme, auch papiergestützte Systeme. Und früher hat man es immer, sage ich mal, ohne weiteres so gemacht, nur jetzt muss man unter diesen neuen Bedingungen, Stichwort Papierloses, Labor oder Produktion, alle diese Dinge auch beachten. Natürlich, die Prozesse sind natürlich komplexer geworden. Früher habe ich meinetwegen einen Batch-Record ausgegeben, der wurde händisch ausgefüllt, wurde letztendlich dann eben von der entsprechenden Abteilung dann geprüft. Dann geht es an die QA, die prüft es auch. Die Information wird zusammengefasst, geht an die sachkundige Person. Und dieses ganze Dokumentenpaket wurde dann ins Archiv gegeben, wo sie dann zum Teil für viele, viele Jahre, 15 Jahre lagert. Ein computergestütztes System ist natürlich so gesehen etwas anonymer. Ich habe Daten, die irgendwo erbracht wurden von sensorischen Systemen. Ich muss natürlich gucken, dass der Zustand, der gemessen wurde, natürlich dem auch entspricht, was hinterher irgendwo auf einen Ausdruck erscheint. Ich habe jetzt nicht ein Thermometer, was ich reinhalte, sondern eben eine ganze Messkette, die zum Beispiel mir trotzdem natürlich die genaue Betriebsumgebung zum Beispiel darzustellen hilft. Hier haben wir natürlich den Punkt, dass natürlich auch Computersysteme auch auf ihre, im Grunde genommen, auf ihre Fähigkeit getestet werden, die Validität der Daten, die dann hinterher dargestellt werden muss. Ich muss natürlich auch gucken, dass diese Daten auch, die ich ja nicht so sehen kann, das sind ja letztendlich Informationen auf meinetwegen Magnetträgern, auch über viele, viele Jahre aufrechterhalten werden. Und natürlich, es ist so, es sind ja Daten in einem Format, welches ich normalerweise gar nicht so lesen kann als normaler Mensch. Sie werden ja erst übersetzt, meinetwegen auf eine Ausgabe auf einem Bildschirm oder meinetwegen in einem Report oder einer PDF-Datei oder sie verbleiben erstmal als Rohdatum in dem System. Und ich muss natürlich nach Jahren auch anhand dieses Systems oder einer späteren Übertragung in einem Nachfolgesystem diese Daten nochmal wieder lesbar machen. Mhm.
Ja, also eben ist ein englisches Wort aufgefallen, will ich nur mal kurz über das Batch Record, heißt ja auf Deutsch Herstellungsprotokoll, ja, Richtig. weil du bist ja gewohnt, in deiner Firma sehr, sehr viel englische Ausdrücke zu nehmen. Also wir waren jetzt beim A, Lesbarkeit, wobei man, ist auch immer lustig, manche sagen ja für Menschen lesbar, ja, also es gibt vielleicht auch noch andere, die das lesen können. So, okay. Nächster Punkt wäre dann L, ja. L wie legible oder lesbar und nachvollziehbar. Das heißt natürlich auch, ich beginne einen Prozess, führe meinen Prozess aus, ich beende ihn. Das muss ich natürlich auch in der Dokumentation wiederfinden. Das heißt eben, ich muss zum Beispiel notfalls auf die Minute genau wissen, wann ich einen Prozess begonnen habe, wie lang bestimmte Prozessschritte dauerten und wann er praktisch beendet wurde. Ich muss natürlich auch gucken, wenn es ein Prozess ist, der meinetwegen Eingriffe vonnöten hat oder eben ich merke, dass ich meinetwegen Veränderungen von Daten vornehmen muss, eben dass ich zum Beispiel bestimmte Werte maskiere. Das muss ich natürlich auch nachvollziehen, da ich zum Beispiel sage, was war der ursprüngliche Wert, was ist der jetzige Wert, warum habe ich das gemacht oder warum habe ich meinetwegen aus einer Standardreihe einen bestimmten Wert rausgenommen, um meinetwegen trotzdem noch eine vernünftige Standardreihe darstellen zu können. Auch das muss auch nach Jahren noch nachvollziehbar sein. Und hier haben wir eben den Punkt, entweder habe ich das gute alte Papier oder ich habe einen elektronischen Rekord, den ich natürlich dann auch entsprechend auch nach 15 Jahren, wie gehabt, eben auch wieder öffnen können. Wenn man sich mal zurückversetzt in die alte DOS-Welt vom letzten Jahrhundert, es gab damals Programme wie Harvard Graphics für die Zeichnung von irgendwelchen Präsentationen, ja. Präsentationen. Kann die heute einer noch lesen? Oder ich habe alte Diskettenlaufwerke. Kriege ich die heute noch eingelesen? Gute Merke ich. Frage. Ja, okay. Gut, das war der Buchstabe L. Jetzt sind wir in der Mitte, nämlich bei C. Wir waren ja Alcor, wie gesagt, der mittlere Buchstabe ist das jetzt. Ja, was heißt das C jetzt? C steht für contemporaneous, das heißt zeitgenau. Das heißt eben, wenn ich einen Schritt ausführe, muss ich genau nachvollziehen, war das dann und dann halt. Wir haben natürlich hier auch komplexe Herstellungsprozesse und ich muss natürlich auch wirklich sagen, ich habe dann und dann genau das gemacht und es muss auch zum Zeitpunkt eingetragen werden. Das heißt, wenn ich einen Schritt ausführe, irgendeinen Knopf drücke oder einen Prozess starte, durch mein elektronisches System meist beispielsweise, dann muss das natürlich auch so entsprechend direkt auch aufgezeichnet werden. Natürlich auch wiederum mit der Zuweisbarkeit, das hatten wir eben auch, zu der Person, die das gemacht hat. Es ist das Gleiche natürlich auch, wenn ich einen Prozess schriftlich ausführe, in einem Batch Control, also einen Control Record zum Beispiel, dass ich dann auch drauf eintrage, eben handschriftlich, ich habe jetzt diesen Schritt ausgeführt, eben auch zeitnah zu dem Punkt eben, wo diese Ausführung, die Testung oder der Testschritt stattfindet. Zeitnah heißt eben ohne schuldhafte Verzögerung, dass ich also so schnell wie möglich dokumentiere. Eben ist ja auch nochmal ein Wort gefallen, Records. Records sind also im Deutschen Berichte, also Aufzeichnungen, ja, auf Deutsch über bestimmte Vorgänge eben. So, jetzt werden wir im Buchstaben O. Ja, Thomas, was bedeutet dieser Buchstabe? Original oder original oder originär. Das heißt, wir müssen natürlich auch im Prinzip eine Datenlage haben, die über Jahre Unveränderbarkeit darstellen kann und gewährleistet auch. Das heißt natürlich auch, das sind viele Dinge. Ich muss natürlich eine Qualität von meinetwegen Trägern haben. Das können elektronische Träger sein oder es kann auch ein gutes altes Papier sein, was mir dann eben nach Jahren noch die Möglichkeit gibt, dieses nachvollziehbar zu machen. Und ich muss natürlich auch gucken, dass die Integrität gewahrt hat. Das heißt, ich habe keine Manipulation daran gehabt, halt. Ich habe deswegen auch die Ansprüche an dokumentenechte Tinte zum Beispiel, dass ich nicht mal eben mit einem Tippex irgendwas wegmachen kann und dann überschreiben kann. Ich kann auch Daten, die ich zum Beispiel elektronisch erhoben habe, nicht verändern. Das heißt also, auch hier muss gewährleistet werden, dass die Entität der Daten, wie sie nach vielen Jahren aus den Archiven rausgeholt wird, ob es Papier oder elektronisch ist, immer noch dem entspricht, was zur Zeit reinkam. Oder aber natürlich, wenn ich die Notwendigkeit habe zu migrieren, meinetwegen, dass ich auch Papier entsprechend einscanne, dass die Information noch gleich bleibt. Ganz blödes Beispiel ist, ich habe ein farbliches Chromatogramm und würde es schwarz-weiß einscannen, da kann ich nicht viel mit anfangen hinterher. Ja, das klingt ja spannend. Original denkt man, das ist ja ganz klar, aber bei elektronischen Systemen ist eben nicht klar, was ist das Original. Ja, wenn man überlegt, dass jeder ja eine Kopie von irgendeiner Datei machen kann. Und da wird ja auch manchmal schon geredet von der sogenannten,
Warenkopie. Ja, was ist denn das für ein Ausdruck? Wahre Kopie. Ja, wahre Kopie oder die True Copy ist natürlich eben, geht mal wieder vom Papier aus, eben eine Kopie, die dem Inhalt entspricht. Habe ich meinetwegen eine, was ich eben sagte, eine farbliche Informationswiedergabe, dann wäre eine wahre Kopie natürlich auch eine Farbkopie, damit ich dann eben auch verschiedene Farbnuancen voneinander unterscheiden kann. Mhm. Bei den elektronischen Systemen ist das ein bisschen anders. Gibt es eigentlich noch das originale Rohdatum? Richtig. Wenn ich zum Beispiel von einem erzeugenden System, meinetwegen einem Steuerrechner, an einem Laborsystem eine Datei auf einem Server ablege, dort lagere, hinterher geht es in einen Archivserver, ist es von der reinen Information und von der Dateieigenschaft genau das Gleiche. Der Inhalt ist also vergleichbar. Es gibt also eigentlich so gesehen gar nicht die True Copy, sondern ich multipliziere Informationen. Natürlich auch durchaus mit der Sache, wenn ich jetzt ins Archiv die Daten übertrage, dass die Daten auf einem Steuerrechner, sei es allein auch nur, dass dieser Rechner alt hat, irgendwann auch vernichte. Das heißt, ich muss natürlich darstellen, dass auch durch den gesamten Lebenslauf, aber auch später bei der Archivierung eben die Datei in ihrer Gänze auch erhalten bleibt. Ja, man denkt gar nicht drüber nach, wenn man etwas unterspeichert oder was da alles hinter verborgen ist. Also, dass es auch Kopien gibt und wahre Kopien und so weiter. Ja, jetzt wären wir ja bei unserem letzten Buchstaben. Wir hatten mit A angefangen, wir würden jetzt mit A auch enden. Alcoa heißt das, ja? So, Thomas, was heißt das? Gut, es hört auf mit accurate, also korrekt. Das bedeutet natürlich, dass ich auch die Gänze der Daten auch so dargestellt habe, dass auch nichts fehlt. Mhm. Ein Beispiel, ich fange an, eine Analyse zu machen. Ich breche sie ab, weil es einen Maschinenfehler gab, meinetwegen, und starte eine Analyse ein weites Mal. Dann ist natürlich der erste Versuch auch ein Teil der gesamten Datenhaltung. Das bedeutet, Datenintegrität heißt nicht nur der letzte erfolgreiche Lauf, sondern auch der Lauf, der abgebrochene Lauf davor. Ich muss natürlich auch darstellen, eben, dass das Ganze auch entsprechend wahrheitsgemäß abgelaufen ist. Dazu gehört sehr viel. Ich muss entweder urschriftlich oder meinetwegen durch eine elektronische Signatur darstellen, dass es auch wirklich ich war, der diesen Prozess ausgeführt hat. Ich muss natürlich auch darstellen, dass eben alles vollständig da ist, was ich vorher gesagt hatte eben. Ich muss natürlich auch entscheiden, welche Informationen tatsächlich hinterher dafür notwendig sind, eben meinetwegen einen ganzen Prozess abbilden zu können. Ich habe zum Beispiel für Analysen natürlich auch irgendwelche Analyten, die auch nicht ewig haltbar sind. Das heißt, ich muss natürlich die Eigenschaft irgendwo auf Papier oder in ein elektronisches System übertragen, wo der Analyt meinetwegen schon Jahre zuvor verworfen wurde, weil er einfach schlichtweg schlecht wurde. Ja, das wäre das letzte A. Und das klingt ja jetzt, akkurat heißt ja im Grunde genommen, so würde man sich ja auch mit einem gesunden Menschenverstand, sage ich mal, verhalten. Ja? Ja. Nur das hat eben jeder im Labor oder auch im Produktionsbetrieb immer früher oder unter Papierdokumentation sowieso gemacht. Nur unter den jetzigen Bedingungen, sagen wir IT-Systeme, also computergestützte Systeme, ist es eben, ich sag mal, wenn ich das zusammen, sag mal, einfacher zu fälschen beziehungsweise Unwahrheiten zu sagen oder irgendwie nicht nur Unwahrheiten, sondern vielleicht auch unabsichtlich etwas zu tun, wobei ja nicht immer unterstellt werden muss, dass es, sagen wir, Betrug sei oder sonst etwas. Das kann ja auch ganz einfach nur ein menschlicher Fehler sein oder eine Unachtsamkeit. Aber im Grunde geht es ja jetzt darum, wirklich das auf ganz solide Füße zu stellen, Alcoa. Ja? Richtig. Und dafür validiere ich natürlich auch Prozesse oder eben auch computergestützte Systeme, um darzustellen, dass sie eben manipulationssicher sind. Das heißt nicht, wie du schon sagtest, dass alle Verbrecher sind. Ich kann ja auch einfach versehentlich irgendeinen falschen Knopf drücken, ich kann Dateien löschen. Ich muss natürlich dann eben auch entsprechend sicherstellen, dass Dateien oder Informationen, die erbracht worden ist, eben nicht verändert werden kann. Oder wenn sie verändert wird, dass es auch nachvollziehbar ist. Wie war der, was ich hier eben sagte, wie war der vorherige Wert, wie ist der jetzige Wert, wer hat es gemacht, was ist der Grund dafür zum Beispiel? Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ja dieses komplexe Thema ist es ja, es klingt ja einfach, Alcoa sehr schön dargestellt. Wir können zum Schluss sagen, es gibt sogar noch Alcoa Plus. Ja. Da kannst du etwas dazu sagen. Ja gut, man muss natürlich auch darstellen, Alcoa kam aus dem US-amerikanischen Bereich, Alcoa Plus kommt eben aus dem europäischen Bereich. Es wurde nochmal draufgesetzt, wo ich natürlich auch sage, dass Daten, die erhoben sind, auch eben entsprechend wirklich schnell und zeitnah auch dargestellt werden können.
Das hat natürlich auch ganz, ganz triviale Gründe. Wenn ich zum Beispiel eine Altsoftware habe und ein System außer Betrieb nehme, dann muss ich natürlich gucken, wenn ich jetzt eine Datei in einem geschützten Format darstellen muss, dass ich natürlich entsprechende Systeme vorhalten muss, die das auch lesen können. Und da muss ich jetzt nicht 5 Jahre darauf warten, bis ich irgendwo meinen alten DOS-Rechner ausgepackt habe, sondern es muss schnell sein. Ja, wunderbar. Auch noch zum Schluss dann Alcoa Plus erklärt. Schönen Dank, Thomas. Ja, jetzt haben wir das Alcoa-Prinzip erklärt unter dem großen Schlagwort Datenintegrität. Ja, allgemeines zum Thema Datenintegrität haben wir auch noch in einem weiteren Podcast zusammengestellt und zusammengetragen. Das können Sie gerne bei uns auf der Seite schauen, beziehungsweise unter dem Stichwort GMP Podcast haben wir das auch online gestellt in diversen Plattformen. Ja, zunächst mal schönen Dank, Thomas, dass du hier im Studio warst, uns Alcoa erklärt hast, so fachkundig und mit so viel Hintergrund zum Thema auch Computersystemvalidierung. In dem Zusammenhang steht das ja auch ein bisschen. Ja. Schönen Dank nochmal. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir. Ja, vielen Dank von mir und tschüss. Wiedersehen.